Zwei mächtige Jäger, eine Löwin und ein Bär, belauern sich in einem Patt. Sie stehen sich gegenüber, kämpfen aber nicht. Es ist an mir, diesen Konflikt irgendwie zu enden. Galloween hat mir eine Vision eines Kampfes zwischen einer Löwin und einem Bären gezeigt, doch es herrscht Stillstand. Die Löwin lauert, der Bär umkreist sie. Er hat außerdem eine Höhle offenbart, die wie der Rachen eines Wolfs aussieht. In einem Gebiet, das wohl der Tempelbezirk ist. Dort erfahre ich vermutlich mehr. I'm here. So, jetzt können wir mal noch versuchen, was passiert, wenn wir zu anderen Göttern beten. Wir hätten hier ja noch Makran. Okay, da passiert nichts Großartiges mehr. I'd be glad to. I'm here. Ja, Vodica und Vale wollen nicht. Zu Berat beten. Ja. I'm here. Das heißt, wir haben zu allen gebetet. Können nun weiterziehen. Ich würde jetzt erstmal nach Ulmkap gehen und mich um die Elfe kümmern. Und dann ins Nordgebiet. Die beiden Tempel, oder die drei Tempel besser gesagt, die würde ich erstmal auf später verschieben. What do you wish to know? Sieht sogar fantastisch der Stolz und Würde aus. Ja, in erster Linie suche ich eigentlich einen Wächter. Sprichst du auf Erfahrung, Blutsbruder? Es war dein eigener Stolz, nicht meine Stärke, die unsere Blutakt entschieden hat, ehe sie überhaupt begann, Bruder. Okay, die haben auch nichts zu sagen. Dann reden wir mit dir. Sei auf der Hut, Estramor. Der Kompass der Führung mag vertrauensselig sein. Ich bin es nicht. Wo ist Mittagsfrost? In Altlief, wo fast all unsere Tempel liegen. Deine Augen können ihn nicht verfehlen, Estramor. Er friert den See ein. Kennst du einen Ort, den man Goldenen Hain nennt? Am Fluss im Süden von Ulmkap, eine Lichtung, die von Bäumen umgeben ist. Erona und ihre Owarten versammeln sich dort. Erzähl mir etwas über die Etik Noll. Sie sind die Druiden des blutigen Sandes, einer Höhle nordwestlich der großen Bäume von Ulmkap. Für gewöhnlich würde ich ihm Estramor raten, diesen Pfad nicht zu beschreiten. Kennst du einen Ort, der wie ein Wolfskopf aus Stein aussieht? Alle Garfankaner kennen den Rachen. Er ist die Kultstätte zu Ehren Gellerwains. Er liegt in Altlied und dient den Reisszenen als Versammlungsort. Auch wenn es zur Zeit wohl Ärger wegen der Tiere dort gibt, die dort hausen. Also ja. Der Ort in der Vision ist ein Tempel in Altlied, der nur der Rachen genannt wird. Die Etik Noll hausen in einer Höhle namens Blutiger Sand. Sie liegt im Norden von Ulmkap, nicht weit von den riesigen Bäumen entfernt. Ich habe erfahren, dass der Goldene Hain eine Baumgruppe am südlichen Ende von Ulmkap ist. Mittagsfrost liegt in Altlied. Anscheinend hat der Tempel den See dort zufrieren lassen. Ja, das Blutopfer. Jägerbruder. Das ist alles eher Nordlande. Das ist das, was ich eigentlich vorher machen will. Aber jetzt erstmal Ulmenküste. Weil für die Tempel würde ich gerne dann Palegina wieder gegen Edea tauschen. Aber ich würde auch gerne Palegina in den Hyela-Tempel mitnehmen. Also, soweit ich mich erinnere, müsste sie hier oben sein. Mal gucken, ob ich sie als Paladin eher friedlich stimmen kann.
Ich bin ein Verbündeter schwach. Goldtal bin ich ein Verteidiger. Und da ist sie auch. Hiovatin Irona, eine Elfe, steht auf einem Podest in der Mitte einer Lichtung. Der Boden ist mit Blättern in verschiedenen Rotbraun- und Goldtönen bedeckt. Ihre Augen sind geschlossen, ihre Arme vor ihr verschränkt. Ein Vorhang aus herbstgelben Haaren hängt vor ihrem Gesicht. Als du dich näherst, hebt sie das Kinn und blickt dich mit wachen, braunen Augen an. Greetings, Estremor. You are among the Ovates of the Golden Grove. Sie hellen von einem dumpfen Braun zu einem leuchtenden Grün auf. Sei gegrüßt, Estramor. Ihre Stimme ist so sanft, wie eine Brise durch die Bäume wispert. Du befindest dich bei den Ovaden des Goldenen Hains. Und du Hi, bist... Ovate. An ancient elm among poles and saplings. We have taken root in the same soil, and the others grow in my shade. Their roots nourish my soil. My branches give them shelter. Ui, ui. We grow. Hohe Ovatin, eine uralte Ulme zwischen Schößlingen. Wir haben in derselben Erde Wurzeln geschlagen und die anderen wachsen in meinem Schatten. Ihre Augen pulsieren mit einem tiefen, sommerhaften Grün. Ihre Wurzeln nähren meine Seele, meine Zweige geben ihnen Schutz. Gemeinsam wachsen wir. Deine Essenz schäumt wie ein Wirbel im Fluss, Estramor. Sprich die Fragen aus, die auf deiner Seele lasten. Ich will mehr über die Ovaden des Goldenen Hains erfahren. Like the leaves of a tree. We are many sharing one source, one purpose. Living or dying, we nourish one another. The truths of the soul and of the body are written on every blade of grass and sung by every creature under the sun. We learn these truths and sing them back. Wie die Blätter eines Baumes, wir sind viele, die eine Quelle teilen. Ein Zweck, Leben oder Sterben, wir nähern einander. Die Wahrheiten der Seele und des Körpers sind auf jeden Grashalm geschrieben und werden von jedem Wesen unter der Sonne gesungen. Wir lernen diese Wahrheit und singen sie zurück. Wir singen nicht das Lied der Götter, sondern das von Vereta. Deswegen studieren so viele von uns den Umgang mit Kräutern und hüllen sich in die Häute von Tieren. Ihr seid Druiden, seid ihr mit den Ethik Null vertraut? Ein Abflug von Abscheu kräuselt ihre Lippen. Ein Haufen Maden auf einem toten Singvogel. Würmer, die eine mächtige Fichte aushöhlen. Sie feiern das Verwelken des Lebens anstatt seines Aufblühens. Sie entreißen anderem Stärke, anstatt anzunehmen, was Vereta aus freien Stücken gibt. Ihre Augen verdunkeln sich zu einem schwärzlichen Braun. Sie sind stolz darauf, unabhängig von den Göttern zu sein. Doch ihre Anführer verlangen ein noch größeres Opfer. Tod für Leben, Stärke für das Verbrauch, Stärke aus der verbrauchten Essenz der Bittsteller. Die Ethik Neuen bieten eine andere Art der Knechtschaft für Gestandene, deren Seelen seit langem verrottet sind. Das weiß ich nicht. Die Ethik Neuen sollten Leben retten, nicht sie beenden. Kleine grüne Flecken öffnen sich wie Pflanzenknospen in ihren Augen. Darin sind wir uns einig. Berat schickt mich, um dein Leben zu beenden. Es dauert schon zu lange. And turned your turbulent passions against me, no doubt. What is a god that his voice should carry so far? And what are you that you should so eagerly obey? The gods only have dominion over what we seed, and you would seed matters of life and death to them. Ihr freudloses Lachen klingt wie Wasser, das gegen Felsen schält. Und deine turbulenten Leidenschaften gegen mich gerichtet, vermutlich. Was ist ein Gott, das seine Stimme so weit tragen kann? Und was bist du, dass du so bereitwillig gehorchst? Die Götter herrschen nur über das, was wir ihnen gewähren, und du willst ihnen Herrschaft über Leben und Tod gewähren. Du ins Lachfeuerspott. Die Götter bestimmen die Regeln und lassen uns tun, was wir wollen. Aber das ist lediglich eine Prüfung und nur ein Narr denkt, ihm sei irgendwas gewährt worden. Man tut, was der eigene Gott will, oder man spürt das Feuer. Aus dieser Frau wird bald ein Exempel gemacht werden. Bist du denn anders, dass du dein Leben über seine natürliche Dauer hinaus verlängerst? Durch Arbeit und Weisheit, je größer der Baum, desto mehr Frucht kann er tragen. Sie liegt in Richtung der Ovaden, die auf der Lichtung versammelt sind. Sie sind Ranken, die an einer uralten Ulme hinauf zum Sonnenlicht klettern.
Mein Wachstum nähert sie. Soll unsere Harmonie der Eifersucht eines Gottes zum Opfer fallen? Wie das Sprichwort sagt, der Quell des Wissens wird mit jeder Jahreszeit tiefer. Kannas Stimme, sie ist leise und nachdenklich. Und wir schulden unseren Ältesten Respekt, aber wenn wir bei dieser Metapher bleiben, so glaube ich, dass die Götter sogar noch ältere Bäume darstellen. Dein Wachstum bremst ihres, sie lernen nichts, sie kennen nur dich. Wenn du das von den anderen Ovaten verlangst, bist du nicht anders als die Ethik Noll oder die Götter. Die Götter sind weiser und älter, als selbst du es bist. Keiner von uns beiden darf sich ihnen widersetzen. Ich bin auf Berats Hilfe angewiesen und dies ist, was er mir aufgetragen hat. Angreifen, ich habe meinen Entschluss gefasst. Nehmen wir mal die Eins. Ein Sturm der Entrüstung braut sich hinter ihren in die Farbe verändernden Augen zusammen. Sie sagt mir sekundenlang nichts, doch du siehst, wie der Zorn langsam aus ihrem Gesicht weicht und ihre Augen das Braun von abgestorbenen Blättern annehmen. Schließlich senkt Irona den Kopf. Deine Worte tragen Wahrheit in sich und Schande. Es war nie mein Verlangen, meine Anhänger klein zu halten, doch ich sehe nun, dass meine Wurzeln ihnen vielleicht keinen Platz zum Wachsen gegeben haben. Gut, wenn meine Jahreszeit beendet ist, lasse ich mich mit ihr vergehen. Als sie ihre Augen schließt, verlässt die Wärme und die Farbe ihren Körper. Ihr Atem verlangsamt sich, ihre aschfarbene Haut wird von einer stumpfen Patina überzogen. Als der letzte Seufzer ihren Lungen entweicht, platzen Risse in ihrem Fleisch auf und teilen es in gehärtete Furchen. Innerhalb von Sekunden ist Irona versteinert. Ihr rindenbesetztes Gesicht zu den Ovaten unter dem Podest gerichtet. Dann geh in Frieden und Ehre. Dafür, dass du freiwillig gegangen bist. Gut. I'm here. Ruf der Warten des Goldenen Heinz hat sich verbessert. Der Ruf der Ethik Noll hat sich verbessert. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Diener des Todes. Die Hochelfe. Die Elfe Hohe Warton Irona ist jetzt tot. Ich habe tatsächlich jetzt Ruf bei Ethik Noll und den Ovaten. So, dann geht's jetzt in die Nordlandschaft und dann zum Hyela-Tempel. Wobei, ich mach mal kurz einen Abstecher durch Herdlied. Weil ich hab vielleicht so die Vermutung, den einen Vogel, den ich kaufen kann, kann ich bei der Händlerin kaufen, die mir den Skarabäus, also den Käfer im Käfig gegeben hat für den Händler. Das werden wir ja gleich sehen. I'd be glad. Die wohnt hier oben. Und ja, mit dem Thema Blutopfer. Es sind eigentlich beide Vorschläge, die ich habe, sind Margrin's Fire casts light in dark places. So. Deswegen muss ich mir echt überlegen, ob es nicht noch eine dritte Möglichkeit gibt. Oder da das eh mein zweiter Playthrough ist, einfach mal nachgucken, ob es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Oh, sie ist gar nicht mehr hier. Auch gut. Dann gehe ich jetzt nochmal in das Handelsding. Guck mal, ob ich da einen Vogel kaufen kann. Wenn nicht, muss ich auch gucken, wo ich den Vogel herkriege. Weil haben tue ich ihn, glaube ich, noch nicht. Wenn, dann wäre er bei Questgegenständen. Aber da sehe ich Schlüssel, eine Haftverordnung. Hier habe ich auch keinen
Vogel, nur ein Vogel. Vielleicht im Kopf. Wie sehen eigentlich so meine... Na, noch geht es. Noch habe ich nicht viel zu verkaufen. Das werde ich wahrscheinlich haben, wenn ich aus der Lordlandschaft zurück bin. So, der Markt von Herglied. Wer von euch verkauft mir einen Vogel? I'm here. Many blessings, traveler. Soll ich deine Waren sehen? Kein Vogel.